So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Mama gönnt sich. Denn ich habe mir mit Hannes ja schon die ganzen Takis-Sorten gegönnt, die wir gefunden haben, haben auch nochmal welche besorgt dann, als wir gesehen haben, es gibt noch andere. Ich habe die alle nicht zu Ende gegessen. Die meisten fand ich ja wirklich schrecklich wegen dem Leimgeschmack, der mir zu aufdringlich war. So richtig scharf fand ich die eigentlich nicht. Ich kann den Hype auch nicht nachvollziehen. Ich esse dann einfach ein paar Tortillas oder so, Tortilla-Chips, Svoca Classic oder irgendwas. Das reicht mir, ist günstiger, ist mehr drin und ja, ist nicht mit so extremen Farbstoffen versetzt. Mama will aber auch immer so vieles probieren und jetzt habe ich gedacht, vielleicht hat sie Bock auf die Takis, die auch mal, weil die ja noch da sind. Das ist jetzt die Mama und die will sich jetzt da gönnen und deswegen stelle ich euch jetzt einfach mal hier die Kamera hin und moderiere das mal von der Seite. Hier sind die ganzen Takis drin. Da habe ich an jede Tüte hier eine Klammer gemacht, damit das eigentlich zubleiben soll. Und ich greife jetzt einfach immer mal hier rein. Ich hole eine Tüte raus. Ich kann ja selber auch jedes Mal noch eins mit essen und du sagst mir dann halt, wie es dir schmeckt. Damit ich das nachvollziehen kann, ob es wirklich so schmeckt, habe ich eben auch noch eins. Wie viele Sorten sind das insgesamt? Weiß ich nicht. So, sehe ich gleich. Sie hat jetzt hier so ein Käffchen nebenbei, weil sie den gerade trinken wollte. Ich habe gesagt, nimm den mit rüber, da kannst du es immer mal ausspülen. Als erstes haben wir nämlich jetzt diese Takis Intense Nacho. Und da steht auch schon dran, die sind non-spicy. Was heißt das? Non-spicy? Nicht scharf. So, das ist non-spicy, extra für dich. Ich probiere auch mal kurz eins hinter der Kamera. Aha. Die schmecken nach gut. Hier ist der Adi übrigens. Da kriegst du die Stühle rein. Er ist gerade hier erschienen. Ja, ist ein bisschen staubig, oder? Ist auch ein bisschen viel, wenn man das Ding mit einmal noch so reinsteckt. Wenn ja, die so abknabbern. Soll ich immer in die Hälfte abbeißen und dir den Rest geben? Ich dachte, das funktioniert so. Ja, irgendwie schmeckt's. Ja. Ist es scharf? Nee, so scharf ist es nicht. So scharf ist es nicht? Also es ist nicht scharf. Eigentlich dürfte es nur nach Käse scharf schmecken. So. Ja, Käse. Genau. Ich finde, da reichen aber auch Käse-Tortillas so. Das müsste dann schon passen. Aber alles kein Problem, aber an sich sind die eigentlich okay. Ne? Kann man essen. Kommen wir mal hier zu den Takis. Takatrin. Die zeige ich dir auch wieder, wie die ausschauen und ess schnell eins mit. Wenn ich die Tüte wieder aufkriege. Herrgott. Jesus, was ist das? Jesus heißt es. Yes. Nee, bei mir heißt nichts. So, das sind die Takatrin. Da kriegst du jetzt eins für dich. Ich esse auch wieder eins und dann viel Spaß. Und was ist da jetzt das Besondere daran? Dass man damit prosten kann. Guck, Prost. Weiß ich nicht. Soll ich gucken, ob da was draufsteht? Ja. Probier es erstmal. Ach so, da steht Takatrin. Das heißt Takatrin. Mhm. Hier steht Maismehl, Palmöl, Zitronensäure. Ja, da merkt man schon, dass die etwas scharf sind. Zucker. Also ich könnte jetzt nicht genau sagen, was das Besondere daran ist, weil meistens steht es eh hinten alles ausländisch drauf. Vorne steht einfach nichts weiter drauf, aber du siehst hier, das sind ein paar Jalapenos und so, das sind ein paar Limettenstückchen, aber ja, schmeckt würzig, ein bisschen nach Limette, aber an sich ist das eigentlich auch nichts. Schmeckt dir das? Oder du sagst, es ist nichts, aber was? Ich finde, also von wegen Limette merke ich gar nichts. Ich merke, keine, dass Limette scharf ist auf der Zunge. Ja. Die Katrin ist scharf. Die scharfe Katrin. Warte, ich muss neutralisieren. Dann trink einen Schluck, weil du merkst ja nur Schärfe, aber keine Limette. Meine und Hannes Lieblingssorte waren immer die hier. Die Takis Dragon Sweet Chili mit dem Drachen drauf, die waren immer cool. Die müssten auch so eine schöne orange Farbe haben. Wenn wir da einen rausnehmen, das sieht nämlich dann so aus. Das sieht schön aus wie ein kleines Schinkenröllchen. Bitte sehr. Ich nehme da auch wieder eins raus. Das ist dann meins. Das esse ich jetzt schnell weg. Hm. Da dürftest du jetzt aber nichts merken bei Schärfe, weil die sinken jetzt wieder ab, die gehen jetzt wieder nach unten. Also, dafür sind die vielleicht ein bisschen süß. Sweet, Chili, süß. Ja. Hier steht aber was nochmal mit Chili Pepper drauf. Die sind bekömmlich, die schmecken gut.
die findest du gut. Hier steht schon drauf, dass die hot sind. Das heißt, sie sind hot und du findest sie gut. Das heißt, Mama isst Schärfe gewohnt. Mittlerweile. Der Drecksbeutel, es wäre fast runtergefallen. Wie geht das denn? Ja, kann man gar nicht viel dazu sagen. Weil irgendwie hat trotzdem nichts so einen richtigen Geschmack, aber es ist immer alles irgendwie so irgendwas. Dann haben wir jetzt als nächstes diese Takis. Queso Vulcano. Das soll auch was? Käse sein? Oder nicht Käse, aber dann Vulcano mit Schaf. Ich glaube, das ist eine von den Tüten, die der Adi aufgerissen hat und kaputt gemacht hat. Kann sein. Deswegen ist sie auch von unten geöffnet. Ich muss nochmal reingreifen. Nee, kann sein, dass da jetzt überall Katzenhaare dran sind, weil die überall rumgeflogen sind. Ich habe jetzt extra von dem die Katzenhaare abgemacht. Kann sein, dass die ein bisschen babbig sind, dass die nicht mehr so knusprig sind, weil die Tüte auf waren, da schon ein paar Löcher drin waren. Aber die sind jetzt bestimmt sehr scharf, oder? Weiß ich nicht. Schärfer als scharf. Weiß ich nicht. Wieso? Ich denke, so, das ist meins, ne? Bitteschön. Die schmecken sehr. Ja, genau. Ich habe Husten, seit dem dritten Corona-Dreck habe ich immer zu husten. So. Die schmecken irgendwie cremig, wollte ich sagen. Aber die sind so sehr fest. Ich muss gerade sagen, ich wollte sagen, die sind hart, aber ja. Ja, wie gesagt, die Tüte hatte Löcher fest. Und deswegen sind die nicht mehr so frisch. Mhm. Die sind dadurch fest und babbig geworden. Fest, ja. Und alle anderen bisher waren knusprig. Aber finde ich jetzt auch wieder nicht, dass die scharf sind. Da waren doch bestimmt deine Katrin die schärfsten bis jetzt. Mhm, stimmt. Deswegen gehen wir wieder in die Zaubertüte. Doch, ja, die haben so einen so sahnigen Geschmack. Oder? Sahnig. Das geht, keine Ahnung. Cremig, sahnig, siehste. Ja. Ach, hab's doch gewusst. Die steht sogar mild drauf. Das sind nämlich die Guacamole. Oh, da ja die Sweet Chili dir so gut geschmeckt haben, die aber milder sind wie die Sweet Chili, müsste das ja kein Problem sein. Aber riech mal in die Düde hier, so richtig intensiven Geruch. Die fand der Hannes, glaube ich, auch ganz gut. Guacamole. Sind halt hier grün, aber... Auch wieder so staubig. Riechst du eine richtige Staublunge? Ich schmeiß einfach hier immer alles vorne hin. Wir schon hatten, dass sich hier ein richtiger Berg bildet und keiner mehr durchblickt. Wie schmeckt's? Ist ja gut. Gut. Ein Gurt. Ja, doch. Ein Gurt. Ah ja, da ist wenigstens keine Limette so dran. Das ist halt Guacamole. Und ich wüsste gar nicht, wie Guacamole schmeckt, aber es muss ja so schmecken. Deswegen finde ich, haben die das gut getroffen für was ich nicht kennt. Ja! Doch, da habe ich schon mal so eine Paste gegessen, so eine grüne mit Guacamole. Ich auch, aber dann wusste ich nicht mehr. Das ist so, was weiß ich, wie Spinat oder was ist das eigentlich? Weiß ich. Hat Guacamole. Oder, ja, Guacamole nicht, ist Guacamole. Ich weiß aber nicht, was das ist. Eine Guacamole. Muss man doch mit irgendwas vergleichen können. Die nächsten sind auch mild. Das wären denn nämlich dann hier diese Crunchy Fajitas. Crunchy Fajitas. Die sehen brutal aus. Oh. Guck, so sehen die nämlich aus. Einmal für dich. Einmal für mich. Meins ist dicker, aber kleiner. Die sehen aus wie verbrannt. Aber die sind ja milder. Dürfte jetzt auch nicht das Problem sein. Schmeckt der Kaffee noch, ja. Ach, die schmecken mir nicht. Toll. Okay. Endlich haben wir mal Takis schmecken nicht. Jetzt habt das. Guck mal, was hier noch für Sorten drin sind. Ich finde die trotzdem auch ein wenig scharf. Ja? Und deswegen habe ich keinen Geschmack. Also, weil es halt scharf An ist. An sich müssten eigentlich alle scharf sein. Ach komm, wir kommen mal zu denen jetzt hier. Wir warten gar nicht. Wir nehmen jetzt einfach direkt mal Zombie. Die sind nämlich hot, aber nicht ganz so hot. Das Thermometer ist ziemlich weit unten. Und das ist ein Habanero Cucumber Flavor. Also Habanero schon, wie Jonas. Aber Cucumber ist Gurke. Hier bin ich mal gespannt, ob du die Gurke rausschmeckst.
Riechen tut man sie in dem Moment nicht. Es ist schön grün. Mit Gurkengeschmack, Habanero und Gurke. Das ist meins. Wunderbar. Der Gurkengeschmack ist am Anfang vielleicht da, aber dann kommt doch so eine richtig saure Note schon wieder. Das versaut alles. Das ist das Schlechteste bis jetzt. Wegen der Gurke oder wegen dem Limettengeschmack? Da steht ja nicht mal Limette drauf, aber es schmeckt halt einfach wieder nach Limette. So extrem. Extrem. Und wie hat das noch anders geschmeckt? Gurt, ne, für immer Gurt. Vor allen Dingen ist es auch irgendwie scharf. Das schmeckt nach nichts, schmeckt komisch und ist aber scharf. Das kann sein. Dann kommen wir zum kleinsten Tütchen in der Runde, das sind die Takis Fuego. Und das siehst du schon, die Limettenstücke drauf. Das ist angeblich extrem vom Schärfegrad her. Aber irgendwie alle letzten vier Tüten haben den Schärfegrad extrem oder extremo. Aber du wirst sicherlich auch wieder Unterschiede merken, denn wir kommen von den grünen zu den roten. Manche kann den essen. Probier's. Weil er extrem ist. Ja, wir haben da viel erwartet, wenn man sowas liest. Aber du weißt ja nicht, an wem das gemessen ist. Ich habe die Schärfe von dem anderen noch auf der Zunge. Von den Gurken. Vielleicht, wenn die für dich scharf waren, merkst du gar keine Steigerung groß und es geht in eins über. Das kann auch sein. Ich merke hier wieder einen leichten Limettengeschmack. Aber fanden die anderen vom Geschmack her schlimmer. Ich finde, die kannst du besser essen, aber kann sein, dass die noch mal ein bisschen anziehen von der Schärfe. Ja, müsstest du ja jetzt gleich merken, weil du bist ja die Nicht-Scharf-Esserin. So, das war das Corona. Das lässt grüßen. Und wie schmeckt's? Vom Geschmack her. Sag mal. Du weißt doch, wie das ist, wenn man es in die falsche Lunge macht. Ach so. Also, weil da immer so viel Pulver dran ist und da atmest du einmal falsch und dann hängt dir das Pulver dahin und dann hast du dich so verschluckt. Ein bisschen besser als das Gurke, als das vorhergehende. Besser als das siehste, sag ich doch. Kannst du besser essen. Wunderbar. Wir haben nur noch drei Tütchen. Und zwar haben wir noch extra hot Level Experto. Du lachst schon so. Naja, ich weiß nicht. Weil bei extra hot haben wir wieder gedacht, das ist halt extra scharf, aber irgendwie dachte ich auch, dass die milder waren als viele anderen. Die sind auch wieder so leicht orange. Hui! Das heißt orange. Die schon so orange. Richtig. Hier, Tagis, extra Schrott. Bitteschön. Ich glaube, deins war nicht ganz so orange wie meins. Da haben sie zu viel drauf gemacht. Ja, vielleicht ist das Pulver schon abgefallen und dann hast du nur noch. Vielleicht ist das Pulver abgefallen und hast du nur noch den rohen Mais-Tortilla gerollt und der schmeckt halt einfach nur nach Teig. Also eigentlich isst du nur das Pulver immer was. Man kann das Pulver bestimmt ablecken und dann sehen alle gleich aus. Alle Tagis. Aber da merke ich jetzt wirklich gar keine Schärfe. Oder man hat halt von denen davor noch, dass man die jetzt nicht merkt. Entweder sind die nicht scharf oder die davor haben halt, oder wie auch immer. So. Oder merkst du scharf. Deine Augen glänzen, es sieht aus wie gleich, ach du meine Güte, aber du sagst, nö. Es passt auf jeden Fall alles zusammen. Nee, das andere war schärfer für mich. Also das ging besser jetzt. Okay, okay. Dann haben wir nochmal zweimal extrem. Wir haben noch Nitro und wir haben Blue Heat. Welche möchtest du als nächstes? Nitro, da sind ganz viele Limettenstückchen von abgebildet. Oder Blue Heat, die gehypteste Marke der ganzen Welt. Gut, machen wir die zum Schluss. Und nehmen erstmal Nitro. Guck, wie du dich frei entscheiden konntest. Ja.
Vor allem steht hier einfach drauf, Habanero Lime. So heißt mein Pokémon-Account. Habanero Lime. Und wenn da schon Lime draufsteht, obwohl in allen immer Lime drin ist. Da ist auch Lime drin. Ich gebe dir mal die, weil die ist wieder so rot und fuchsig. Und ich nehme die daneben, weil die daneben, die sieht richtig brutal aus. Die ist, guck mal, die ist doppelt so wie deine, ja. Die ist einfach nur eine Fettrolle. Mit viel Fett dran. Machen wir das so. Da ist wieder wie eine Zitrone. Ist halt eine Limette. Und rote Finger. Gut, aber ich finde, hier ist der Limettengeschmack schnell verfliegt. Aber er ist erstmal da. Ja. Er begrüßt dich. Sagt Hallo Evelyn, gell? Und dann fliegt er aber schneller weg. Ich finde, bei den anderen da war das die ganze Zeit und das war voll aufdringlich einfach nur. Das hätten wir zum Wrestling gestern gebraucht. Ganzen Beutel Tagi ist voll. So, schmeckt das jetzt? Ist es scharf? Ist es sonst was? Ist es okay? Ist in Ordnung, ja. Ist nicht so scharf. Ah, das ist mit einer der schärfsten Sorten, wie es draufsteht. Extremo. Genau wie halt hier. Da steht halt auch extrem drauf. Und deswegen kann man das nicht nachvollziehen, weil man immer denkt, oh, das sollen so extrem scharfe Sachen sein. Und dann probierst du das und denkst so, nö, ist doch okay. Also da erwartet man einfach mehr. Selbst das Muttertier. Dann kommen wir jetzt also zu dem, die ihr immer alle so toll findet, die Tagi's Blue Heat Hot Chili Pepper. Nehmen wir mal eins raus. So, hier, bitteschön. Die sind nämlich eigentlich blau, obwohl das ja gar nicht mehr blau aussieht, weil das sieht einfach aus wie Kacke. Ich nehme auch noch eins. Kein Problem. So, mach mal blau für mich. Die möchte ich schon gar nicht essen, vom Aussehen schon. So, das ist die gehypteste Sorte auf der ganzen Welt, wo alle immer durchdrehen und sagen, die sind so geil. Sind so geil, aber so super hot und unglaublich. Mm. Nee, so gut sind die vom Geschmack nicht. Ich finde sogar im Nachhinein irgendwie so einen modrigen Geschmack. Modriger Geschmack. Ja. Also ich finde die. Vielleicht war der Beutel auch schon kaputt. Das kann natürlich also, sein. Ja, doch, da kommt hinterher so ein alt. Findest du es jetzt scharf? Nee, eigentlich gar nicht. Auch nicht? Nee. Das heißt, die nicht scharfen Sorten waren für dich scharf und die scharfen Sorten waren für dich nicht scharf. So, was war jetzt das Beste? Weiß ich nicht. Am Anfang irgendwo hast du irgendwas rausgehöhlt, was du gut fandst. War, glaube ich. Den Dragon Sweet Chili fandst du, glaube ich, okay. Und. Weiß ich, hier in Dance Nacho, das erste, fandst du bestimmt auch cool. So, da war es auch gar nicht so schlimm. Jetzt musst du nur noch Gönnergy probieren und dann sind alle glücklich. Nee, das kann man hier als Special machen, wenn ich mit Hannes mit den ganzen Sorten durch bin. Aber von wegen der gehypteste, das kann ich nicht nachvollziehen. Dieser blaue, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Da hör das mal. Absolut nicht nachvollziehbar. Nee. So. War es das jetzt? Danke, Mama. Muttertier. Und habe ich jetzt einen blauen Mund? Oder? Weiß ich nicht. Ja, die Zunge hat was Blaues. Ja. Bisschen. Ist ja alles Farbstoff, Chemie und Krebs in einem. Also, wenn wir noch neue Sorten finden, dann keine Ahnung, ignorieren wir die wahrscheinlich, weil ich bin bisher immer enttäuscht gewesen von allen. Manche sagen, ist okay, aber nicht für den Preis und nicht so und nicht. Es muss kein Taki sein. Nee. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Und das bräuchte ich auch nicht so zum Snacken haben, bräuchte ich das nicht. Dann lieber ein paar gute Chips oder so. Ach, gute Chips hier. Aber, nee, dann war es das jetzt von unserer Seite aus. Das ist das Muttertier. Mama gönnt sich, ne?
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao, euer Mutter Tier. Ciao.